So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Foundry. Immer noch in der Demo und, da unten wurde gerade was abgebaut. Sehr schön, sehr schön. Wir schauen uns das Game weiter an, wir forschen weiter und aktuell habe ich keinen Research, warum nicht? Egal, ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel und damit, let's go. So, warum haben wir keine Forschung aktiv? Beziehungsweise, was forschen wir als nächstes? Also, wir könnten jetzt diese Science Pack 2 Dinger forschen oder ich verbessere so ein bisschen. Ich will auf jeden Fall meinen Drill verbessern. Speed Mining Time 80%, das ist gut. Inventory Slots plus 4, das ist auch gut, aber ich mache erstmal das. Und da haben wir schon wieder No Power und müssen uns Pflanzenfasern besorgen hier. Wie heißt das? Biomasse müssen wir uns besorgen, damit wir hier weiter umwerkeln können. Da würde uns jetzt der Mining Drill, das Mining Drill Update schon helfen. Aber wir brauchen erstmal Strom, um das zu erforschen. So, das sollte jetzt, glaube ich, erstmal an Biomasse reichen. Ach, der nimmt nur 99. Okay, vielleicht stelle ich mir hier nochmal einen Container hin, in dem ich Biomasse reintue, damit der die Biomasse nimmt. Wisst ihr, was ich meine? Und die kleinen Dinger können wir jetzt hier abreißen. Brauchen wir eh nicht mehr. So, hier tun wir jetzt die ganze Biomasse rein. Zeigt er uns an, was da drin ist? Nö. Und der hat auch keinen Ausgang. Den kann man nicht benutzen. Dann ist der ja richtig scheiße. So, dann setze ich halt so einen hier hin. Und kann dann wenigstens noch ja, die Sachen per Band reinfördern. So, hier steht wenigstens auch dran, was drin ist. Das ist ja gut. So, jetzt geht's. Okay, wir waren ja beim letzten Mal bei diesem Zeug hier. Wie hieß das noch? Ignium, genau. Und was können wir jetzt damit machen? Beziehungsweise, ich baue erstmal einen Schmelzer und guck mal, was wir damit machen können. Zu was der das schmilzt. Was wir da für Ressourcen rausbekommen. So, jetzt kommt das Zeug da rein. Aber er nimmt es gar nicht. Warum nimmst du es nicht? Das Panel ist auf der Seite. Toll. Eigentlich super gebaut, ne? Super. Das kann man gar nicht schmelzen. Okay. Warum nicht? Dann baue ich den Schmelzer wieder ab. Was macht man dann daraus? Ich glaube, ich muss erst forschen, um zu wissen, was man daraus macht. Ah, guck mal, ich kann die Landungskapsel jetzt auch demolischen. Okay. Habe ich die jetzt im Inventar? Ich habe die im Inventar, die Landungskapsel. Okay, kann die also im Prinzip irgendwo hinstellen, theoretisch. Dann machen wir erstmal hier die Foundation zu. So. Okay, jetzt nimmt er auch die Biomasse hier raus. Verstehe. Jetzt gerade, wo nur noch drei drin sind, dann nimmt er die Biomasse jetzt hier aus dem Container. Ich werde mal noch ein bisschen Biomasse besorgen. Wir gucken uns das mal an. Hier hinten ist ja viel Wald. Ich gehe hier vorne mal an den Strand und guck mal hier hinten, dass ich mal ein bisschen Biomasse sammle. Ja, das scheint ja jetzt noch wichtig zu sein, dass wir auf jeden Fall versorgt sind mit Strom, damit der Research weitergeht. So, sind wir jetzt im neuen Biom? Also hier sind auf jeden Fall große Bäume unterwegs. Also nicht nur die Tannen, die wir hier schon kennen, sondern auch diese komischen grauen Bäume da. Probieren wir alles abzubauen. Also es scheint auch abzubauen. Also es scheint auch zu gehen, dass man das abbauen kann. Man bekommt 22 Biomasse. Okay, das ist viel mehr als für so einen anderen Baum. Nicht schlecht. Hier hätte ich natürlich viel eher meine Fabrik aufbauen können. Ich gucke mal ganz kurz nochmal, weil wir jetzt natürlich in einer neuen Gegend sind. Drücke ich nochmal auf den Scanner. Oh ja. Xenophirid-Ohr da hinten. In der Wüste.
Okay. Oh, Ignium und hier zweimal Xenophyrit. Okay, in der Wüste ist krass. Also es lohnt sich nach einem Scan auch immer nochmal auf die Karte zu schauen. Weil da natürlich die einzelnen Ressourcen nochmal als farbiges Feld auftauchen. Und man das richtig nochmal angucken kann. Wie groß ist die Ressource? Ja, wir haben jetzt schon 350 Biomasse. Es läuft. Aber ich habe noch keine Gegner gesehen oder irgendwas, was jetzt an Fauna hier lebt. Keine kleinen Tiere oder so. Weiß nicht, ob es das hier in dem Game gibt. Aber ich glaube, ohne die fände ich es schade. Ich fände es schade. Ich könnte mich hier durchbohren. Um einfach einen Weg hierher zu haben. Ey, ich glaube, das mache ich. Schön Minecraft. 200 Meter sind wir noch entfernt. 200 Meter müssen wir uns noch durch den Fels buddeln. Ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Dreck machen soll. Ich glaube, ich kann ich den irgendwie aus dem Inventar prügeln? Drop Item, Destroy Item. Yes. Okay, das geht auch. Yes. Stone können wir auch destroyen. Genau, Autosort. Sehr gut. Ja, es war vielleicht doch keine so gute Idee, mich hier durchzubuddeln, weil ich buddel jetzt schon seit 10 Minuten und bin jetzt auf 60 Meter ran. Ist vielleicht doch zu krass gewesen. Aber wenn der Tunnel erstmal da ist, kann ich einfach den nutzen, um aus dem Krater rauszukommen, ohne im Prinzip die ganze Zeit über die Berge zu hüpfen. Ja, das ist natürlich auch gut. Aber irgendwie ist es jetzt so eine große Aufgabe geworden, die so viel, naja, so viel Aufnahmezeit frisst hier. Aber ich müsste bald Licht sehen. Licht am Ende des Tunnels. Hoffe ich. Not enough Space and Character Inventory. Jetzt sind wir an dem Punkt. Jetzt haben wir übertrieben, Leute. Jetzt müssen wir hier Erde rausschmeißen. Top. Ich scanne mal ganz kurz nochmal, wo der... Ah, da ist der Xenophyrit. Oh. Ah ja, wir machen mal noch ein bisschen weiter. Ich glaube, wir müssen vorne eine Rechtskurve machen. Wir kommen nicht ganz mittig raus. So, ich mache jetzt hier mal einfach eine Rechtskurve. Weil ich glaube, das ist gut. Ja, da müssen wir hin. Genau, da müssen wir hin. Ich bin auch so ein bisschen klaustrophobisch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ne? Und, oh, hier habe ich einen Fehler gemacht. Dieses Spiel löst es so ein bisschen aus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber wir sind doch ein bisschen tief. Ah, hier ist das Xenophyrit. Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen tief. Hier, ich buddel mich mal hoch. Dann müssten wir eigentlich gleich in der Base sein. Foundation! Oh mein Gott. Endlich. Wenn ich die jetzt lösche. Ach, Himmel! Da ist er. Schön. Okay. Das ist jetzt unser Eingang in die Tiefe. Sehr schön. Endlich bin ich raus. Ja. No power, no power. Naja, klar. Ihr habt alle keine Power mehr. Aber ich gebe euch jetzt die Biomasse, die ihr braucht. Ach so. Das macht natürlich auch mächtig viel Sinn, dass die Teile hier ohne Strom auch nicht funktionieren und dass mir das nichts bringt, das einfach in den Container reinzuprügeln. Macht Sinn. So, wo sind wir jetzt beim Mining Drill Speed? 92%. Ich gehe mal nochmal ganz kurz in meinen Tunnel. Ja, das ist schon deutlich komfortableres Reisen jetzt mit dem Tunnel.
Irgendwann setze ich hier unten Foundations rein, damit ich hier auch Strom habe und hier was abbauen kann. Das wird super. In so einer Umgebung hier wäre ich natürlich viel, viel lieber gelandet, als in meinem scheiß Krater, ey. Oh, okay, wir haben hier vorne im Wasser auch nochmal Ignium. Ziemlich groß. Hm, okay, okay. Vielleicht gehen wir mal wieder zurück. Wir machen ein neues Research-Programm. So müsste das funktionieren, ne? So. Tun wir noch den restlichen, die restliche Biomasse rein. Okay, das läuft erstmal. Jetzt haben wir auch einen guten Input an Biomasse. Jetzt kriegen wir auch ziemlich schnell ziemlich viel. So, Research wird man machen. Wir können die Packs 2, aber sehe ich noch nicht. Ich würde erst alles erforschen, was wir mit Pack Nummer 1 erforschen können. Inventarplätze finde ich jetzt nicht so. Loader Second Lane. Ich mach mal Stairs. So. Und der führt ein. Top. Er müsste was tun. Wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben. Von hier oben hole ich ja die mechanischen Teile. Von denen wir ja ziemlich viele herstellen. Von denen wir eigentlich auch was einlagern können, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber es ist halt die Frage, macht es Sinn, die einzulagern? Macht das Sinn, die einzulagern? Ich weiß es nicht. Ich lasse es erstmal. Mit den Stangen, mit den Rods, das könnte natürlich ein bisschen eng werden, weil der 16 pro Minute braucht dafür. Und wir, glaube ich, nur 20 herstellen. Wenn wir das auf 2 aufteilen, macht es natürlich wenig Sinn. Dennoch müssten wir jetzt insgesamt einen höheren Output an Science Packs haben und schneller forschen. Stairs unlocked. Gut, jetzt brauche ich erstmal ein paar Stairs, um hier, um das hier schöner zu machen, oder? Ui, guck dir nochmal die Stairs an. Oh, wie flüssig das jetzt geht, dass man hier runterläuft. Ah, guck mal. Könnten wir die auch invertiert machen? Ach nee, wir können nur Corners machen. Wir müssen hier auf jeden Fall noch was abnehmen. Das muss weg. Easy peasy, guck mal. Zack. Kommen wir aus der Mine hoch. Schön. Aber mir gefällt das. Ich bin hin und weg von dem Spiel. Also klar, es hat noch seine Kinderkrankheiten, sage ich mal. Also Sachen, die ich noch nicht so schön finde. Sachen, die ich auch noch nicht verstehe. Einfach. Aber im Großen und Ganzen ist es schon ein geiles Spiel. Und es ist jetzt erstmal ein Multi-Demo. Das darf man halt auch nicht vergessen. Weil der puttet natürlich auch nur so viel aus, wie wir brauchen. So habe ich es bis jetzt verstanden. Power Consumers. Sind wir bei 1 Megawatt. Genau, und so viel puttet er auch nur aus. Insgesamt. Bei dem ganzen Bums hier. Ja. Verstanden. So, Research. Research. Wir kommen nicht drum rum, dass wir Science Pack 2 erforschen müssen. Um den geilen Scheiß zu machen. Ich gucke gerade, wo es noch so ein bisschen was mit Strom steht. Ich habe natürlich keinen Bock, die ganze Zeit mit Biomasse zu arbeiten. Ich möchte Concrete Mineral Rock Piping. Okay, das gibt's auch noch. Ja gut, wir müssen ja Wasser rankriegen irgendwie. Walkways, auch gut. Third Lane, Loader. Escalators.
Interessant. High Voltage Energy Grid. Okay, okay, okay. Was ist das? Pumpen? Power Pole? Mining? Okay. Also, wir warten mal ab. Ich gebe noch nicht ganz, auf mit dem Strom hier. Die sind noch nicht voll mit ihren 200 Stacks, die sie hier noch einfrieren können. Weil das Band ist ja jetzt hier voll. Weil das Lager voll ist. Also die dürften irgendwann aufhören zu produzieren. Na, beziehungsweise die hier vorne nicht, weil die ja immer noch dafür meinen. Und der produziert ja immer noch für die Dinger hier. Loader Support 0. Oder no. 32 Slots. 8 Slots. Aber ja, das ist halt dumm, wenn das keinen Loader Support hat, dieser Container. So, jetzt schieben wir zumindest mal einen Container voll mit dem Zeug. Für was auch immer man das braucht. Bis jetzt habe ich noch kein Rezept, mit dem ich das jetzt verwurst, also was ich jetzt brauche, um das zu verwursten. Ich baue hier vorne schon mal eine ebene Fläche auf, damit wir gleich da die Produktion für die Science Pack 2 Dinger aufziehen können. Wir brauchen dafür Förderbänder und Building Block. Echt? Okay. Suchen wir mal das nächste aus, was wir researchen können. Explosives. Basic Steelmaking. Ach, die brauchen beide. Okay. Ah, guck mal, Xenophyrit Ignium macht man Stahl draus. Okay, okay. Platten und Maschinenparts. Aus Platten und Maschinenparts machen wir diese Bänder. Und wie machen wir Building Blocks? Aus Platten und Techno-Rods. Oder wir machen hier eine ganz neue Produktion auf, wo wir hier wieder anfangen zu minen. Ich glaube, das mache ich. So, ich stelle jetzt hier einfach mal zwei Miner hin. Die machen ja insgesamt 80. Ja. So. Jetzt stelle ich Schmelzer her. Okay, die stehen jetzt nur Platten her. Jetzt brauche ich Assembler, die im Prinzip aus den Platten wieder andere Sachen herstellen. So, wir möchten... Wir brauchen Maschinenparts. Ich stelle den mal lieber hier hin. Maschinenparts, okay. Brauchen zweimal Platten, einmal Maschinenparts, okay. Und die hier brauchen sechsmal Platten, viermal Technik-Rods. Hm, dann müssen wir da von da oben auch wieder. Ja. Das mache ich gleich mal. Ja, das läuft hier natürlich jetzt voll, aber ist egal. So, jetzt haben wir hier die Foundation ein bisschen erweitert, damit wir hier gleich noch ein paar mehr Miners hinstellen können, damit wir von dem Zeug hier noch ein bisschen mehr abbauen, weil wir brauchen jetzt die Rods für die Stufe 2 Research Packs. Ja, aber ich denke, das werden wir beim nächsten Mal machen. Ich habe ja heute so einiges erreicht. Ich habe die Treppen gebaut, ich habe den Tunnel raus aus dem Krater gebaut. Ich bin dabei, jetzt für Science Pack 2 das ganze Zeug zu bauen, die ganzen Anlagen und so, damit wir das automatisch machen können. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Und ich hoffe euch auch. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Informiert mich, ob euch das Spiel auch gefällt. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, nachdem man das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.